So heiße ich euch herzlich willkommen und ich bitte Allah Azzawajal, dass er uns allen unsere Sünden vergibt, dass er uns allen ins Paradies eintreten lässt und unsere Sorgen und Angelegenheiten erleichtert. Und um fortzufahren, so brauchen wir Menschen immer Vorbilder. Als Qabil Habil getötet hat und beide waren die Söhne des Propheten Adam a.s., wusste Qabil nicht, was er mit seinem Bruder jetzt machen soll. Und somit rechtleitete Allah Azza wa Jal Qabil, indem er ihm einen Raben schickt, der einen anderen Raben beerdigt hat, sodass Qabil wusste, was er mit seinem toten Bruder machen soll. Genauso brauchen wir Menschen Vorbilder, damit wir wissen, wie wir leben müssen. Und die besten Vorbilder sind die Propheten und die Gelehrten und auch die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Einer von diesen Gefährten war Anas ibn Malik radiallahu anhu. Seine Mutter war Sulaym. Die gehörten von den Ansar, die in Medina wohnten. Und die anderen, die in Mekka wohnten, waren die Muhajirin. Sulaym gehörte zu denen, die den Islam früh angenommen hat und hat so ihren Sohn dann von klein an erzogen und auch ihm die Glaubensbekenntnis aussprechen lassen. Schon ohne den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sehen, liebte. Als dann die Zeit kam, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam auswandern sollte, und jedes Mal, wenn die Kinder auf der Straße sahen, dass eine Gestalt von der Ferne, vom Weiten kam, dachten sie, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das ist. Und riefen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Die Kinder eilten sich und wenn sie dann sahen, dass es eine andere Person war, gingen sie traurig wieder zurück. Bis dann die Menschen wieder riefen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Und alle versammelten sich. Die Männer waren rausgegangen, die Frauen auf den Dächern und die Kinder unter den Männern. Sie freuten sich und jeder gab dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Geschenk. Als dann Sulaym radiallahu anha mit ihrem Sohn Anas ibn Malik radiallahu anha vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam standen, sagte sie: Ja, Rasulallah, jeder hat dir etwas gegeben, klein oder groß, und ich besitze nur meinen Sohn. So nehme ihn, er soll dir dienen. Anas radiallahu an hat bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt. Er hat von ihm persönlich gelernt und somit wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam für ihn ein Vorbild, sodass er ihn stets immer nachahmen konnte. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte für ihn öfters Dua. Eins von diesen Bittgebeten war, dass er sagte: Möge Allah deine Kinder und dein Geld vermehren und dir belohnen. Später sagte Anas radiallahu an: Wallahi, ich habe so viel an Besitz bekommen und habe von Kindern und die Kinder meiner Kinder so viele, dass sie mehr als 100 sind. Subhanallah. Im Charakter nahm er ihn auch als Vorbild. Und er sprach oder berichtete in einer Überlieferung, dass er sagte: Eines rief mich der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu einer Angelegenheit. Ich ging und sah auf der Straße Kinder spielen. Da vergaß ich diese Sache und spielte mit den Kindern, als mich von hinten jemand packte. Ich sah, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hinter mir ist. Er sagte: Hast du die Angelegenheit gemacht, die ich dir gesagt habe? Er sagte: Ja, ich werde jetzt gehen. Er sagte: Wallahi, er hat mir niemals zu einer Sache gesagt, die ich gemacht habe, warum hast du das gemacht? Und niemals zu einer Sache gesagt, die ich nicht gemacht habe, warum hast du das nicht gemacht? Somit gingen die Tage und Anas radiallahu anh diente mit 10 Jahren dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und als er 20 Jahre alt war, starb der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Somit diente er ihm 10 Jahre. Später, als er größer geworden ist, wurde er eine Quelle für die Menschen, auf dass sie immer zu ihm zurückkehren konnten. Wenn sie Probleme hatten, kehrten sie zu ihm zurück. Wenn sie eine Frage hatten, kehrten sie zu ihm zurück. 2 Tage
kann er niemals vergessen. Zwei Tage hat er den Menschen immer erwähnt. Der erste Tag war, an dem er den Propheten sallallahu alaihi wasallam zum ersten Mal gesehen hat. Er erzählte das so, dass er prahlte, lächelte, glücklich war. Und wenn er den anderen Tag erwähnt hat, und das war der Tag, an dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, weinte er. Und er weinte so sehr, dass die anderen Menschen auch weinen mussten. Möge uns Allah mit Anas radiallahu anhu und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam im Paradies eintreten lassen. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين.